Linkspopulismus wird häufig als inklusiv beschrieben. Das heißt, alle, die nicht zur Elite gehören, gehören automatisch zum Volk. Gleichzeitig richtet sich Linkspopulismus häufig gegen ökonomische Eliten und ist häufig sehr antikapitalistisch geprägt. Rechtspopulismus dagegen wird häufig eher als exklusiv beschrieben. Der richtet sich häufig gegen Politiker und Medien und differenziert aber auch den Volksbegriff sehr voneinander. Das bedeutet, dass häufig zum Beispiel kulturelle Minderheiten, religiöse Minderheiten oder Leute, die anders aussehen als die Mehrheitsgesellschaft, ausgeschlossen werden. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel Muslime, die in Deutschland geboren sind, dann nicht mehr als Teil des Volkes gesehen werden und somit nicht zum Volk gehören.